Uiuiuiui. So, sieht der Nachbar mich eigentlich durchs Glas? Der Nachbar lässt sich nicht blicken. So, die Frage ist, wo kommen wir denn hier hin? Nur mal so Interesse halber. Es scheint auf jeden Fall eine Menge Platz in diesem Berg zu geben. Ich gehe aber extra ein bisschen vorsichtiger vor, weil ich will ja nicht und so, ne? Ihr wisst schon. Ja, ist ja gut. Ich habe das Gefühl, das geht hier unendlich. Mach ich nochmal kurz eine kleine Fackel hier ran. Ach, ich mein Inventar ist schon wieder voll. Dann wird es Zeit für Folgendes. Zack, 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 zack und zack. Okay, ja, das kann ich ja mal da lassen. Und jetzt, wo packe ich die Kiste hin? Naja, ich packe sie erstmal hier hin, solange wir noch nichts anderes haben. Und da packe ich jetzt mal ein bisschen... Ach, die Cobblestones hätte ich ja auch so. So, ne, die Pfeile nehme ich mit. Den Sand lasse ich hier und das Eisen lasse ich hier. Die Eimer lasse ich hier. Das lasse ich auch erstmal hier. Die Bones und die Erde lasse ich auch hier. Und die Tür auch. Und die Kohle übrigens auch. So. Ich weiß, man sieht hier gerade nicht so viel. Aber wir sind auch immer dabei, uns durch den Berg zu wühlen. In der Hoffnung, irgendwo rauszukommen. Eine Diamantenspitzhacke werde ich wohl auch mal springen lassen, wie es aussieht. So, mal schauen, wo wir hier rauskommen. Ich habe noch keine Ahnung. Irgendwohin wird das Schicksal uns schon bringen. Und für die Gefahr hin, dass ihr hier gerade nichts seht, das ist gerade total spannend. Was ist das denn hier? Ach, Soul Sand. Heißt Soul Sand nicht eigentlich, dass wir hier irgendwo unter der Oberfläche sein müssten? So, langsam reicht es einem aber auch mal. Ich glaube, so weit will ich den Gang hier erstmal nicht treiben. Alter Schwede. Ich dachte, das ist nur ein kleiner Berg. Dabei ist das hier irgendwie so ein... Weiß ich nicht. So, das Laufen hat sich bewährt. Aber wir können uns da nach vorne graben. Sagen wir mal hier so. Okay. Das sieht soweit schon mal gut aus. Ich weiß nur nicht, ob wir dann hier irgendwo nach unten kommen. So, Spitzhacke ist leer. Ich würde mich dann gerne auf Lava-Level begeben. Und auf Lava-Level weiterbauen, aber natürlich immer weiter unsere Bastion, unsere kleine Festung hier vorantreiben. Und dann halt in dem Fall in diese Richtung dort, weil in diese hier kommen wir nicht besonders weit. Ach nee, ich wollte jetzt ja gucken, ob ich hier vielleicht wieder... Sieht soweit gut aus. Okay.
Ach, scheiße, ein zu tief. Ach, und keine Spitzhacke mehr. Dann eben auf die gute alte Art und Weise. Ach, wir haben ja noch Stickies. Dann zack. Aber ich habe das Eisen nicht mehr dabei. Na, dann probieren wir es halt mal. Habe ich die Diamanten mit runtergenommen? Nee, ne? Nee. Machen wir uns erstmal wieder Eisenspitzhacken. Das geht ja soweit auch erstmal ganz gut. Boah, die Musik ist gerade wieder so laut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Machen wir wieder 3 Stück, ne? Ihr wisst ja, das ist immer besser. So. Und die Stickies lasse ich vorsichtshalber auch mal hier, genau wie das Holz. Denn wenn man hier stirbt, dann richtig. Ach was. So, er sieht uns aber nicht durchs Glas und greift uns auch nicht an. Das ist ja schon mal viel wert. Apropos nicht angreifen, das kann sich natürlich jederzeit ändern, sobald er uns sieht. Und das kann relativ schnell geschehen. So. Und tschüss. Okay, damit können wir jetzt dieses Ding hier einreißen. Leider auch so mit das Glas. Das haben wir dann leider hier völlig umsonst verbaut. Aber das werden wir dann einfach ein weiter nach draußen setzen. Dann passt das schon wieder. Und auf der anderen Seite machen wir jetzt das gleiche natürlich nochmal. Nee, war das so? Doch, das war so. Ach, hier haben wir schon gebaut. Super. So, dann kommen wir hier langsam nach und nach nach vorne. Jetzt muss ich nur aufpassen. Na gut, dann versetze ich das alles auch nochmal hier nach vorne. So, so, so. Okay. Mist, naja, egal. Können wir hinterher noch korrigieren. So. Flup, flup. Na, jetzt hier, da, flup. Okay, das sieht ja soweit schon mal ganz gut aus. Jetzt hier nochmal ganz kurz nach vorne preschen. Das heißt, dann haben wir hier noch mehr Platz. Oh, um Gottes Willen haben wir hier Platz. Ich hoffe nur, das spawnt nichts vor lauter Platz. So, hier weg, da weg, dort weg. Und dann kommt das Glas auch weg. So, ach Mensch, da hätte ich das ja... Naja. Kommt nicht rein, kommt nicht rein, kommt nicht rein. Ich hätte es Stein für Stein machen sollen. Flieg vorbei, flieg vorbei, so ist brav. Vorbei. Vorbei. Flieg vorbei. So. Haha. Ach, die sehen so süß aus, aber die sind so böse. Okay, dann weiter im Text. Plupp, 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 plupp. Na, natürlich.
Diese kleinen unberechenbaren Plagegeister. So, hier und da und dort. Ach Mensch, und da ist noch ein Fehler in der Matrix. Zack und so. Eigentlich könnte ich hier die ganze Front aus Glas machen. Ja, geht doch aber schon mal. Kann man doch schon mal so anbieten. Und schon haben wir ja unser kleines idyllisches Zuhause in der Hölle. Auch wenn einige sie den Nether nennen oder Nether. Oh, ich gehe jetzt in den Nether. Beim Apfelschälen benutze ich ein Nether. Oh, der Messias ist auferstanden. Ja. Also Nether oder wahlweise auch Hölle. Warum nicht einfach Hölle? So, jetzt ist aber die Frage, was wollen wir hier unten eigentlich? Spannend ist es nicht. Das Einzige, was sich hier zu lohnen holt, sind die Lightstones. Da müssten wir uns auf Lava-Level begeben. Und ansonsten gibt es hier aber nicht viel zu tun, außer sich hier halt eine Bastion zu bauen. Und hier gibt es aber viel weniger als in der normalen Welt. Da hinten in die Richtung könnten wir uns bauen. Da sieht es ganz interessant aus. Ach, das ist ja... Ach, gucke mal. Die Nachbarn hier sind meistens sehr jähzornig. Das ist auch nicht immer das Beste. Ich frage mich, wenn ich hier in die Richtung gehe... Ach, guck mal, da hinten ist Partytime. Ich brenne, la 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 la. Ich frage mich, wenn ich in die Richtung gehe, könnte ich doch eigentlich hier mal versuchen, in diese Richtung zu gehen. Ist halt immer nur die Frage, wo man dann rauskommt. Ach, da! Hallo! Okay. Da könnte man mal zwischendurch so Seitenarme... Uah. Ja, schön. Na, du alter Handschuh, wie sieht's aus? Verschwinde, kommst hier nicht rein. Wir wollen deinesgleichen nicht. So, auf jeden Fall ist die Frage, was machen wir hier unten eigentlich in der Hölle? Das ist halt noch die andere Frage. Jetzt haben wir hier ein schönes Eigenheim, aber wozu das Ganze? So, naja, ich lasse den Krempel vielleicht erstmal hier. Alles, was wir brauchen, könnte ich ja hier lassen. Da könnte ich die Kiste eigentlich nochmal vergrößern. Ach ja, das Holz ist in der Kiste. Naja, ich mache erstmal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich gleich wieder und vielleicht ist mir bis dahin eingefallen, was wir hier unten machen können. Oder wenn ihr eine Idee habt, schreibt es doch in die Kommentare, wenn ihr wisst, was man hier machen kann. Also Kommentare natürlich auf gronkh.de, kennt ihr ja, da wird das immer schön gelesen. Auf YouTube eher selten. Gelesen schon, kommentiert weniger. Naja, jedenfalls schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt, was wir hier machen wollen. Ansonsten ist ja anschließend, nicht vergessen, das Ende der Welt, dem ich schon sehr entgegensehe und sehr gespannt darauf bin. Also, bis dahin, tschüssi, also bis gleich, bis zur nächsten Aufnahme natürlich. Tschüss!